und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, nun ist es bald geschafft, das Jahr 2017 ist in ein paar Stunden vorbei. Solltet ihr erst nach dem Jahreswechsel eingeschaltet haben, kein Problem, dann sage ich herzlich willkommen im Jahr 2018. Was wünscht man sich für das neue Jahr? Natürlich wünscht man sich seiner Familie, seinen Vierbeinern in erster Linie viel Gesundheit und viel, ja, Glück. Man wünscht sich zum neuen Jahr meistens immer Glück in Form von Kleeblättern, Schornsteinfegern oder sonstiges. Dazu passt natürlich auch das Hufeisen unserer Pferde, beziehungsweise unseres Pferdes, wenn es denn beschlagen ist. Und hier kommt eine kleine Do-it-yourself-Idee. Ja, die Idee ist nicht neu und die Idee gibt es auch schon, aber ich wollte euch einfach einmal zeigen, wie ich ein Hufeisen von Ruby supergeil verschönert habe. Also es kam zumindest sehr gut an, weil ich habe das auch in meiner Familie verschenkt und habe das auch im Bekanntenkreis verschenkt, beziehungsweise da nicht mit Rubys Eisen, sondern mit dem Eisen von deren Pferd. Und das kam supergeil an. Und deshalb hier eine kleine Idee. Und bleibt dran bis zum Schluss, denn dann sage ich euch noch, wo ihr etwas gewinnen könnt. Als allererstes brauchen wir natürlich ein Hufeisen. Hier war sogar mein Hufschmied so nett und hat die Aufzüge abgeflext, damit ich wirklich einfach eine gerade Aufliegefläche habe. Mit einem Schraubenzieher entferne ich nun erstmal einmal den groben Dreck aus den Furchen, weil da sammelt sich ja wirklich das meiste irgendwie immer an, und versuche das bestmöglich herauszubekommen. Wenn ihr das Eisen umdreht, dann könnt ihr auch mit dem Schraubenzieher oder auch hier habe ich einen Spachtel, die Ecken von den Spachteln benutzt, einmal von hinten in die Löcher quasi rein drücken, dann drückt ihr auf der anderen Seite nämlich den Dreck auch nochmal etwas hervor und damit kann man den besser lösen. Ist der grobe Dreck entfernt, gehe ich jetzt einfach mit einem Spülschwamm und genügend Spüli daran, das Eisen noch einmal gründlich zu reinigen und quasi auch den letzten Dreck irgendwie zu entfernen. Ich achte jetzt darauf, dass es jetzt nicht extremst porentief rein ist, weil ich einfach nachher auch nochmal entsprechend Lack drüber sprühe. Daher ist das nicht ganz so schlimm, wenn irgendwo noch Kleinigkeiten sitzen. Kleiner Tipp hier auch nochmal für die Rillen, für die Furchen. Nehmt eine alte Zahnbürste, da ordentlich Spüli drauf und dann könnt ihr auch nochmal eben in den Vertiefungen das Eisen entsprechend sauber machen. Danach gut abtrocknen und erstmal einen kurzen Moment liegen lassen, damit es wirklich halt trocken wird. Als nächstes suche ich mir einen Platz im Freien mit einer entsprechenden Papierunterlage, damit ich das Eisen mit einem entsprechenden Lack besprühen kann. Hier seht ihr, welchen ich jetzt hier für verwendet habe. Ich habe jetzt hier einen Goldlack verwendet. Warum, seht ihr später einfach auch nochmal. Als erstes besprühe ich die Rückseite. Man muss sie nicht besprühen. Ich finde es aber schöner, wenn die Rückseite einfach auch bedeckt ist. Und dann müssen wir das Eisen erstmal wirklich mindestens eine Stunde lang gut durchtrocknen lassen, bevor ich das Eisen umdrehen kann. Das gleiche Spiel machen wir also auch von der anderen Seite und besprühen das auch hier einmal mit Lack. Und nun seht ihr, bin ich jetzt schon wieder an einem anderen Platz, denn ich habe das Eisen jetzt schon vorbereitet mit dem nassen Lack noch oben dran. Und dann habe ich hier Glitzerpartikel, die ich bei Amazon bestellt habe, in so einem größeren Pack. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Ich habe mich jetzt hier für Goldglitzer entschieden, deshalb habe ich auch Goldlack als Grundlage genommen. Und nun heißt es Glitzermarsch, denn ab mit dem Glitzer auf den noch feuchten Lack. Hier ist es natürlich eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Möchtet ihr einen Glitzerton verwenden? Möchtet ihr einen anderen Farbton verwenden? Wollt ihr was ganz Buntes? Da könnt ihr euch auslassen, wie ihr wollt. Hauptsache ist erstmal, wir bedecken wirklich ausgiebig das Eisen mit dem Glitzern. Und auch wenn das drauf ist und wir so zufrieden sind, wie wir es möchten, dann lassen wir auch das gut durchtrocknen. Auf der Flasche ist empfohlen mindestens eine Stunde. Ich habe das Ganze wirklich über Nacht durchtrocknen lassen, damit einfach das wirklich durch und durch festigt. Ist das Glitzer an dem Lack und der Lack quasi festgetrocknet, dann ist gar nicht mehr viel zu tun. Wir nehmen das Eisen noch einmal und gehen nach draußen und legen es nochmal auf unsere Unterfläche und dann kommt eine ordentliche Portion Klarlack oben drauf. Warum? Ganz einfach, das fixiert nochmal wirklich den Glitzer am Eisen und es sorgt für Haltbarkeit. Nun ist unser Glitzereisen fertig. Und was ihr dann damit macht, auch da ist eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Möchtet ihr das wirklich irgendwo so hinstellen, ohne weitere Dekoration nenne ich es jetzt mal, überhaupt kein Problem. Ihr könnt das sogar so an die Wand nageln oder sonstiges. Ich habe mich jetzt in meinem Fall hierfür entschieden, auf einer PVC-Hartschaumplatte das Eisen mittels Heißkleber festzukleben.
Warum? Das seht ihr gleich. Auch das lasse ich natürlich erstmal entsprechend aushärten, fest werden und durchtrocknen. Wenn ich also der Meinung bin, das ist jetzt alles fest und da passiert gar nichts mehr, dann zeige ich euch nämlich, warum ich das auf diese Platte gemacht habe, weil ich nämlich eine Idee dahinter habe. Es gibt von IKEA diese wunderbaren Bilderrahmen, die so eine Vertiefung haben. Habt ihr vielleicht schon mal den letzten Do-It-Yourself-Video, das einzige, was ich bisher gemacht habe, gesehen, wo ich auch die schönsten Erinnerungen, meine schönsten Schleifen, meine wichtigsten Turnierschleifen in einen Bilderrahmen gebracht habe. Und genau das ist auch so ein Bilderrahmen, der einfach eine Vertiefung hat. Und wenn man das nämlich da entsprechend mit dieser Platte dann hinten einlegt, dann hat man wirklich einen super, super schönen Effekt und hat ein wirklich schönes Deko-Element und ein persönliches Erinnerungsstück an der Wand oder zum Verschenken. Ihr habt also gesehen, es ist eigentlich gar nicht so schwer, ein Stück von unseren Pferden in ein persönliches Erinnerungsstück und individuelles Erinnerungsstück zu verwandeln. Und das persönliche und besonders individuelle Erinnerungsstück, was ihr jetzt in dem Video gesehen habt, nämlich Rubis vergoldetes Eisen, verschönertes Eisen, das könnt ihr gewinnen. Das ist quasi unser Glückssymbol 2018, was vielleicht bald schon einem von euch gehören kann. Und wie das geht, das ist eigentlich ganz einfach. Schaut doch einfach bei mir auf der Instagram-Seite Christina_Rubinho vorbei, denn da steht genau drin, wie ihr das Eisen gewinnen könnt und vielleicht können wir damit auch etwas Glück in 2018 euch bringen. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Jahr 2017. Es war wirklich super schön. Es war total beeindruckend und es war so toll, so viele von euch auch auf Messen und Veranstaltungen persönlich kennenzulernen. Und ich hoffe, 2018 wird mindestens genauso gut. Und ich wünsche euch einfach alles, alles Gute. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.